So, du musst dir vorstellen, du sitzt jetzt vor deinem Interessenten oder vor dem Pärchen und du machst deine Kontaktaufnahme, du machst deine Bedarfsanalyse, du machst deine Bedarfsfestigung, alles ist klar. Und jetzt ist wichtig, der Koffer, der ist erstmal zu. Das Einzige, was du auf dem Tisch hast, ist dein Block und Kuli. Und dann startest du. Und zwar, du startest mit dem Satz, also kurz zu uns, zu unserer Einstellung. Wir sind erfolgreich, weil wir keine Produkte verkaufen, sondern das Erste, was ich euch jetzt erstmal verkaufe, ist den Nutzen, die Lösung. Und wenn ihr den Nutzen für euch erkannt habt und wollt dann die Produkte kennenlernen, die euch zu dem Nutzen verhelfen, dann zeige ich euch auch die Produkte. Ist das okay? Und dann fangt ihr quasi an, von den vier Bereichen die Zeichnung. Und macht erstmal nur die Zeichnung. Und dann, wenn die Zeichnung fertig ist, dann, wenn der Kunde dann, der Interessent dann es will, also ich will, er hat den Nutzen verstanden und will es auch, dann holt ihr die Produkte raus. Weil so baut ihr ein Sog-Marketing auf. Über den Nutzen die Produkte verkaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Du willst ja, dass der Kunde bei dir kauft und nicht du es dem Kunde verkaufst, sondern der Kunde kommt zu dir und sagt, ich will es. Und genau so musst du es machen. Das ist Sog-Marketing.